Die Verbindungsstraße zwischen der Badestation Franceville im Norden und der historischen Landgemeinde Merville im Süden, die Avenue Alexandre de la Vergne, existierte vor 100 Jahren noch nicht. Sie beginnt am Verkehrskreisel mit dem geschmückten Schiff und endet am Weiler Escanneville, wo sich das Schloss von Merville befindet. Sein ältester Teil stammt aus dem 17. Jahrhundert. Die heutigen Besitzer sind Guilhem von Castelbajac und seine Gattin Veronique, Enkelin von Alexandre von Lavergne. Vor ungefähr 300 Jahren ist unsere Familie hierher gekommen. Unsere Urgroßeltern haben den Besitz von kinderlosen Tanten, die Desmarais, übernommen. Sie können ihre Grabstätten auf dem Kirchenfriedhof sehen. Mein Großvater wurde 1929 Bürgermeister. Er blieb es ungefähr 25 Jahre lang. Und da er Maître de Requête im Staatsrat war, war es ihm ziemlich schnell möglich, sich Kriegsentschädigungen zu beschaffen, weil er stets über alles Juristische auf dem Laufenden war. Vor dem Krieg hatte er schon überlegt, seine Felder zu teilen und gerade dieses Land herzugeben, um eine praktische und schnelle Straße zu bauen, die Merville und Franceville miteinander verbindet. Das Rathaus wurde vor dem Krieg gebaut. 1937 wurde es fertig. Das Rathaus natürlich und die angrenzende Schule mit den Wohnräumen für Lehrer. Meine Eltern haben das Rathaus eingeweiht, da sie am 17. Juli 1937 geheiratet haben. Es war dies die erste Hochzeit. Unbeabsichtigt, denn es hätten auch andere sein können. Sie stehen vor dem Flet Le Grès, welcher in die Mündung der Orne zwischen Merville und Salenelle fließt. Flet, ein normannisches Wort, wahrscheinlich skandinavischer Herkunft. Vielleicht auch auf das englische Fleet zurückzuführen. Das ist ein kleiner Bach an der Küste, welcher durch Ebbe und Flut beeinflusst wird. Er wurde ausgebaut, um Überschwemmungen auf den angrenzenden Grundstücken einzuschränken.